Ahoi, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal in dem Bikepark Olpe. Das erste Mal. Ich habe so einige Videos gesehen. Ich habe mich jetzt einfach mal entschlossen, hier hinzufahren. Wohnwagen steht 10 Kilometer weiter am Biggesee auf dem Campingplatz. Den werde ich bestimmt auch noch mal zeigen. Ja, seit Jahren nicht mehr mit so einem Schlepplift gefahren, so Ankerlift. Und schauen wir mal, wie gut das gleich funktioniert. Also, wir sehen uns auf den Strecken und gucken uns das hier mal zusammen an. So, fangen wir hier mal mit einer Strecke an. Ich kann euch gar nicht sagen, was hier was für Namen hat, weil nirgendwo Schilder dran stehen. Aber ja, den kleinen Borner hier, jupp, der macht auch Laune. Ich hatte mir da alles mal so ein bisschen angeguckt, bin überall einmal durchgerollt und zeige euch dann jetzt meine Abfahrten. Dann kann man ja hier oben lang oder auch hier lang. Das war wohl nix. Schuppidi. Sprung verpasst. Kriegen wir bestimmt die Line besser hin. Ohne den Sprung. Ja. Die Abfahrt hat ja. So, Leute, was ein Ausblick, oder? Herrlich. Gut. Eingefahren. Kamera befestigt, Brille wieder auf. Geht es nochmal auf diese Flowstrecke. Und immer noch zu langsam. Auch hierfür.
Und der kleine Pump direkt noch am Parkplatz. Hui. Ja. Und danke nochmal an die beiden Jungs, die dann zu mir meinten, ich möge doch bitte diese Strecke vorsichtig runterfahren und unten bei den Wurzeln aufpassen. Habe ich gemacht. Danke. Die Strecke ging hier noch weiter. Und dadurch, dass ich hier so einen kleinen Bogen gemacht habe über den Parkplatz, war es dadurch die längste Strecke hier. So, bisschen anpumpen. Dann geht es hier so ein Stück über die Straße. Und durch diese ganzen Berms hier durch. Das war ja mal wieder nix. Und zack ist man unten am Lift. Ja, ich bin mal wieder im Lift, auf dem Weg nach oben. Langsam gewöhne ich mich an das Ding. Bei den Strecken ist ein Teil, finde ich, heute irgendwie unfahrbar, weil die Wurzeln viel zu nass und zu glatt sind. Da habe ich jetzt nicht so den Spaß dran. Es gibt viele große Gaps, die für mich auch ausfallen. Aber so viele hübsche kleinere Linien, die man fahren kann. Also, ich würde sagen, geht weiter auf dem Trail. So. Dann fahren wir hier noch mal diese Strecke hier. So, über die Roadgap vorbei. Das brauche ich ja jetzt noch nicht. Zack, ist man hier wieder bei diesem Drops. Und man ist wieder am Lift. Yep. Und sorry, mir war das Windschatz so ein bisschen verrutscht, das hatte ich aber erst zu spät gemerkt. Mickrige Sprünge, die ich hier mache. Hey, der Witzka.
Da sind wir am Ende von dem Video angekommen. Hat heute richtig viel Spaß gemacht in dem Bikepark. Ach ja, mein Wohnwagen. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich mit meinem kleinen Schätzchen hier, habe ich mich jetzt am Biggesee gestellt und erste Reihe am Wasser. Auch mal nicht schlecht. Ja. Ja, mein kleines Goldstück, den habe ich übrigens jetzt 12 Jahre und wird nächstes Jahr 50. Also, naja, wie gesagt, Bikepark besucht, war super. Ihr wisst, ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like. Seid ihr neu, auch gerne über ein Abo, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.